Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Kartoffelsalat zubereite und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Für den Kartoffelsalat verwende ich 1,5 Kilo festkochende Kartoffeln. Die habe ich schon gegart, die sind fertig gekocht und abgekühlt, werde ich gleich pellen. Dann habe ich noch ein Glas Mayonnaise. 250 Gramm Joghurt. Ich habe jetzt griechischen Joghurt genommen, aber ganz normaler Joghurt geht auch. Dann habe ich ein paar Gewürzgurken. Nachher werde ich auch ein bisschen von der Gewürzgurkenflüssigkeit verwenden. 5 hart gekochte Eier und eine fein geschnittene Zwiebel. Die kommt auch noch in den Salat rein. Dann habe ich noch Blattpetersilie. Wenn ihr keine Blattpetersilie habt, könnt ihr gerne auf Tiefkühlpetersilie zurückgreifen. Die ist auch immer sehr praktisch. Dann habe ich noch 2 Esslöffel Senf. Das muss unbedingt da rein. Also ich mache den Kartoffelsalat nie ohne Senf. Und das war's auch schon. Und dann können wir auch gleich loslegen. Die Salatsauce ist jetzt fertig und jetzt kommen die Kartoffeln da rein. Die Kartoffeln schneide ich jetzt direkt in die fertige Soße rein. Ich achte nicht darauf, dass die alle dieselbe Dicke haben, die Scheiben. Ich schneide das einfach frei Schnauze. Beim Umrühren brechen die Kartoffeln sowieso. Deswegen spielt das für mich keine Rolle. Wer es ganz akkurat machen möchte, kann ja einen Hobel benutzen oder sie vorher ganz fein schneiden in der Dicke, die gewünscht ist. Aber wie gesagt, ich mache das ganz rustikal, weil beim Umrühren brechen die eh alle. Deswegen spielt das für mich keine Rolle. Wer möchte, kann den Salat dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. In meinem Fall war der jetzt in Ordnung. Ich hatte keinen Bedarf, noch nachzuwürzen. Wenn der euch zu fest erscheint, dann würde ich den immer so ein bisschen verdünnen, indem ihr von der Gewürzgurkenflüssigkeit dazu tut. Der Kartoffelsalat muss dann, wenn er fertig ist, mindestens eine halbe Stunde, Stunde ziehen und dann kann er auch schon serviert werden. Zu Weihnachten bzw. Heiligabend wird ja gerne mal Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen. Der eine oder andere ist vielleicht auf der Suche nach Kartoffelsalatrezepten und da dachte ich, ich teile mal mein Rezept mit euch. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit und tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.